Yo, was ist das? Was Gucci Benji ist hier am Start und viel Spaß jetzt mit der ersten Ausgabe von Sweat to FIFA 15. Es tut mir leid, in dieser ersten Aufnahme habe ich leider vergessen, die Audio-Delay einzustellen von der Webcam, meines Sounds und der Elgato. Also hört ihr mich sozusagen 1,5 Sekunden früher, anstatt das, was ihr seht im Geschehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe versucht, diese Folge etwas kürzer zu halten und habe nur die ein paar Highlights mit sozusagen reingeschnitten, weil das Ganze ein bisschen die Spannung mit rausgenommen hat, wenn ich immer vorreagiert habe quasi. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser, dass die Delay mit drin. Den Gamesound mache ich natürlich auch nächstes Mal etwas leiser, der war dieses Mal auch viel zu laut. Oder am besten vielleicht die ein paar Male auch ohne Gamesound. Jungs, ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß jetzt mit der Aufnahme. Herzlich willkommen zurück auf Neuen Gaming, meine lieben Freunde, meine lieben FIFA-Abonnenten, meine lieben FIFA-Suchtis. Heute gibt es mal wieder FIFA auf No Hand Gaming. Viele haben drauf gewartet. Ich freue mich auch wieder FIFA hochzuladen. Ich bin ja anscheinend doch der Einzige, der hier was hochlädt. Aber es juckt mich einfach überhaupt nicht. Und heute gibt es mal wieder FIFA. Und das Ganze nennt sich Sweat to FIFA 15. Ja, jetzt fragt euch, was ist Sweat to FIFA 15? Ich werde es euch erklären, Jungs. In dieser Serie geht es darum, einfach so viele Tore wie möglich zu sweaten. Und das wird es jetzt sozusagen bis zu FIFA 15 alle 2 Tage jeweils eine Folge auf diesem Channel geben. Es wird quasi in einen neuen Upload-Umdisponierung. Es wird jetzt jeder 2. Tag FIFA kommen und der andere Tag wird jeweils Minecraft hochgeladen. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Team, was ich hier erstellen werde. Ihr werdet euch echt freuen. Jungs, ich werde so viel flanken. Ihr wisst, ich bin der Flankengott, dafür bin ich bekannt. Juri und Puzzle fürchten dieses Team schon und ich möchte es euch jetzt zeigen und ein bisschen die FIFA-Szene damit rasieren. Jungs, wir haben hier schon auf jeden Fall eine Bank aufgebaut mit ein paar OP-Spielern, die auf jeden Fall schon mal gut sind. Gündogan, ein richtig guter ZM. Walcott, schön schnell für die Außen. TFV, auch nochmal schön schneller Stürmer aus der Liga. Und Draxler, ich würde sagen, der beste ZOM im Spiel, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Also ist auf jeden Fall ein richtig guter. Und Hernanes, der auch nochmal gut ist. Hier nochmal Gomez und Pogba. Und ja, wir spielen jetzt erstmal das erste Spiel gleich mit dem Team. Aber vorher zeige ich euch jetzt erstmal, wie dieses Team aufgebaut ist. Im Tor werden wir natürlich den lieben Freund unserer OP-Freunde Torwette, der einfach alles rauskratzt reinstellen, und zwar den lieben Peter Cech. Nicht nur groß, sondern auch schön, beweglich und kratzt echt jedes Ding raus. Dazu darf natürlich nicht fehlen, einmal auf jeden Fall, mein Lieblingsverteidiger. Der Typ ist überall auf dem Feld und holt jedes Ding raus. Das ist der liebe David Luiz, darf nicht fehlen, wenn man ein OP-Team bauen will. Rechts daneben werden wir hinstellen den lieben Walker, ist schön schnell, kann schön über die Außen sprinten und ist jetzt auch nicht gerade schlecht in Verteidigung, ist gerne mal hinten, der wird uns auch schön über die Außen durchbringen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier über die rechte Verteidigung weiter und zwar dort werden wir sehen, muss ich jetzt erstmal einstellen, gucke ich mal hier schnell durch, wen habe ich hier nochmal reingestellt. Da, den lieben PP, auch schön stark, der schöne aggressive Junge, kann uns auch hinten mal gerne den Arsch retten und dafür links daneben, auch aus der seiner lieben Liga, soweit ich mich noch recht erinnern kann, den lieben Marcello, arbeitet auch mehr gerne mal mit nach vorne, ist auch nicht gerade langsam, kann uns auf jeden Fall auch gut helfen und unterstützt den lieben PP gut. Und jetzt die kleine Überraschung für dieses zentrale Mittelfeld. Dieser Typ, ich möchte ihm einfach nochmal eine Chance geben. Er ist jetzt zum lieben AC Milan. AC Milan gewechselt. Und ich möchte diesem Jungen einfach mal noch eine Chance geben. Hier wird unser lieber Freund Mr. Fail Number One, der liebe Fernando Torres, im zentralen Mittelfeld spielen. Der kann auch mal schön mit nach vorne rennen und den einen oder anderen Kopfball reinmachen oder den Abpraller einfach mal reinpreschen. Der wird uns auf jeden Fall unterstützen. Sein rechter Mittelfeldpartner wird der liebe Herr Ben Arfa sein mit den 5 Sterne. Vielleicht ein oder anderen Skill kann man vielleicht auch nochmal raushauen. Und dafür nochmal mit 83 Pace, kann auf jeden Fall auch über die Seiten, falls er nicht durchkommt, haben wir immer noch hier den lieben Walker, der ihn unterstützen wird. Links daneben im zentralen Mittelfeld stellen wir mal wieder den lieben, wo ist er? Der liebe Modric hin. Auf jeden Fall schön, ja, stärkt uns den Rücken im Mittelfeld, arbeitet mit zurück sowie mit nach vorne, ist auf jeden Fall auch ein ziemlich starkes Tier. Links davon wird ihn unterstützen, der liebe Griezmann, 85 Tempo, macht gute Flanken, spielt echt gut, 4-Star-Skills.
Und jetzt macht euch gefasst auf den Sturm. Ich habe ja gesagt, ich möchte viel über die Flanken spielen. Und da darf wer nicht fehlen? Richtig, der liebe Mario Mandzukic. Kopfballstark wie nie. 88 Kopfball, haut jedes Ding rein. Jetzt fragt ihr euch, was kann das noch toppen? Da kann doch nur Black Skin Power kommen. Und da habt ihr recht, meine Freunde. Es ist unser Lieber. Die alte, schöne Legende. Didier Drogba. Hier muss schön geflankt werden. Hier muss schön über die Außen gespielt werden. Und das ist unser Ziel von Sweat to FIFA 15. Ich hoffe, euch unterhält die Serie einfach mal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Spiel wieder. Mal sehen, wie ich das Ganze schneiden werde. Ich weiß es noch nicht. Aber in einem Stück werde ich das nicht machen, weil es sonst einfach viel zu viel ist. Wir werden jetzt erstmal das erste Spiel gleich spielen, nachdem ich ein bisschen die Fitness aufgepumpt habe. Bis gleich. Gut, unser erstes Opfer nennt sich hier Deadly Cobra. Gespielt wird im Signal Iduna Park. Ich bin mal gespannt, was er für ein Team hat. Das Ganze natürlich mit dem José Mourinho, Robben und Reus. Hier schönes Bundesliga-Team. Doch wird es auch eine Chance haben gegen unser Sweaty-Team. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall einen guten Keeper, guter Sturm. Auf jeden Fall auch Schnelligkeit und Kopfball im Sturm. Und natürlich Robben, welchen ich echt liebe, weil der einfach nur mega, mega gut ist. Und da kassieren wir das 1:0. Was war das für ein Schuss von Thomas Müller? Also da hätte ich echt erwartet, dass der liebe Peter Cech auch mal sowas hält. Aber dafür ist ja FIFA 15 auch bekannt, dass so eine Bälle mal reingehen. Wir müssen diese Kopfbälle, die wir jetzt machen müssen, natürlich noch ausnutzen. In FIFA 15 ist es ja so, dass man eigentlich kaum Kopfballtore machen kann. In der Demo ist es zumindest so, dass es extrem schwierig ist. Deswegen, Jungs, müssen wir hier nochmal alles geben. Wir wollen natürlich auch das erste Spiel gewinnen. Es muss alles hier mehr über die Außen gehen und natürlich mehr Flankenbälle kommen. Da kommt auch schon der erste Flankenball leider nicht durch von Ben Arfa. Doch Fernando Torres im Hinterraum. Der hat auch noch keinen Akzent gesetzt. Der hat bis jetzt fast jedes Spiel mit einem Tor gemacht bei mir. Jungs, wir haben hier so gut wie jedes Spiel bisher mit dem Team gewonnen. Jetzt wollen wir hier Sweat to FIFA 15 machen. Dann werden wir bestraft durch keinen Sieg oder was. Ja, das ist doch ein ganz klares... 1:0, knappe Führung. Ist gut. Nee, war kein Foul. Ist gut. Mach ruhig Halbzeit. Ist gut. Soll ich direkt mit voller Elan jetzt in die zweite Hälfte starten, Jungs? Auf Ben Arfa. Ben Arfa auf Walker. Der hat... wieder ein bisschen Platz zum Flanken. Auf Modric. Wieso ist da immer Modric? Modric kann nichts. Also vom Kopf her. Also mit dem Kopf. Köpfen. Marcello flankt. Und die kommt gefährlich. Ecke. Komm, Jungs. Eckentor ist auch immer drin. David Luiz ist mit vorne. Da ist schon mal ein Eckentor. Kann schon mal ein Eckentor mit dabei sein. Modric bringt die Flanke. Zu weit nach außen natürlich. Mandzukic hat den Kopf noch mal ganz gut gebracht. Aber zu sehr auf den Mann. Jetzt spiel nicht auf Zeit, du alte Bumsnudel. Ja, renn ruhig. Ist ja nicht so, dass es ein Verteidiger ist. Nein, oh Gott, ja! I love you, Peter. Abseits. Oh, wurdest du verarscht? Missgebaut. Wir wollen sweaten. Jawohl, auf Drogba. Drogba, mach ihn rein! Schieß doch! Schieß, Drogba! Schieß, Drogba! Nein, Jungs! Sehr offensiv. Ben Arfa! Haut das Ding an den Pfosten! Und oh, Pech, Pech, Pech! Nein! Ich fass es nicht, Jungs. Er macht Zeitspiel. Mann, es kann nicht sein! Sorry, aber da... Mann! Was macht EA da wieder mit uns, Jungs? Wir machen schon ein sweaty Team und dann kriegen wir das Ding nicht rein? Es war ja ein ganz klares Tor. Und der schießt nicht, Mann. Ach Gott. Wird das Projekt gut gehen? Das werden wir natürlich in der nächsten Folge sehen. Das Team wird so beständig bleiben. Ich vertraue auf das Team, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben, wenn ihr diese Serie weiterhin sehen wollt, bis zu FIFA 15. Es sind noch ein paar Tage. Also, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ich sage noch ein Wort. Haut rein.